Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe. Ja, das Thema maschinenorientiertes Training im Verhältnis, beziehungsweise, wie fange ich da am besten an, was sage ich jetzt am besten? Mann, mir fehlen gerade mal die Worte. Der Unterschied zwischen maschinenorientierten, zwischen Freihandeltraining, das war doch ein Thema, was für den einen oder anderen sehr spannend war und da noch einige Fragen offen sind. So, und da wollen wir nochmal drauf eingehen. Nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ihr wisst ja, ich mache Videos, die jetzt nicht ganz so lang gehen, aus dem einfachen Grund, weil die meisten haben nicht die Zeit, sich ewig lange Videos anzuschauen. Somit muss ich achten, dass ich alles komprimiert an Infos in so wenig wie möglich Zeit reinkriege. Damit ihr auch dabei bleibt und nicht nach einer Minute abschalten, ich habe keinen Bock drauf. Deswegen, Freunde, nochmal was zum Thema maschinenorientiertes Training. Ich rede auch heute wieder ganz schnell, damit ihr viel Infos kriegt. Maschinenorientiertes Training im Verhältnis zum Freihandeltraining. Was ist besser? Besser oder schlechter würde ich jetzt nicht sagen. Das ist nicht besser oder schlechter, sondern das kommt auf die Person an. Wenn wir jetzt eine Person sind, die natürlich noch nie zum Krafttraining Bezug gehabt hat, so dann ist ganz gut, wenn man gerade in der Anfangsphase, im Einstieg in den Fitnesssport, eher sich mal mit maschinenorientiertem Training beschäftigt. Und ein paar Wochen, 6, 8, 10, 12 Wochen maschinenorientiertes Training ausführt, 2 bis 3 Mal. Am besten auch immer wieder mit einer Aufsicht von einem Trainer, der einem genau zeigt, wie es funktioniert, der auch gleich die Fehler ausbügelt, die sich auch beim maschinenorientierten Training einschleichen können. So, nach einer gewissen Zeit, wenn der Trainer gute Augen hat, weiß er, okay, der ist soweit, den nehmen wir raus, mit dem machen wir jetzt Freihandeltraining, weil das Freihandeltraining wesentlich interessanter ist, wesentlich intensiver und vor allem von größerem Erfolg gegründet ist. Da kommen wir gleich noch dazu, warum das so ist. So, es heißt aber nicht im Gegenzug, dass nicht jemand, der Einsteiger ist, auch schon direkt mit Freihandeltraining anfangen kann. Das kann er auch. Es kommt darauf an, wie bewegungsgeschickt diese Person ist. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Hat er einen versierten Trainer an der Hand, der ihm das gleich von vornherein richtig zeigt, dann ist auch da nichts dagegen einzuwenden, sich direkt mit Freihandeltraining zu konfrontieren. Aber nur unter Voraussetzung, dass die Person entsprechend motorisch gut grundbestückt ist. Da gibt es einfach Unterschiede von Person zu Person. Und ob die Person natürlich einen sehr, sehr guten, versierten Trainer an der Hand hat, der ihm genau zeigt, wie er die Freihandelübung ausführen soll. Warum? Bei einem maschinenorientierten Training ist es so, dass der Bewegungsablauf von der Maschine vorgegeben ist. Somit ist natürlich hier die Fehlerquelle, was falsch zu machen oder sich zu verletzen, viel kleiner. Deswegen meine Empfehlung, maschinenorientiertes Training. So, wenn ich aber einen guten Trainer habe, der eine Ahnung hat, dann sagt er, okay, ich bin hier bei Fuß. Wir machen 5, 6, 7 Stunden, manchmal sogar 8, 9 oder 10 Stunden, machen wir gemeinsam ein Freihandeltraining. Und dann zeigt der Trainer die wichtigsten Übungen, Kniebeuge, Kreuzheben, vorgebeugtes Rudern, Klimmzüge, Flachbankdrücken, Schrägbankdrücken, Military Press, Bauchübungen, die ganz typischen Übungen, die es schon seit 100 Jahren gibt, die zeigt er dir. Und nach, je nach Bewegungsgeschick, je nachdem, wie motorisch geschickt du bist, wie gut dein koordinatives System funktioniert, erlernst du das entweder schneller oder eben weniger schnell. Wichtig ist, dass der Trainer dabei ist. So, und dann kannst du auch direkt beim Menschen Freihandeltraining machen. Ist es aber nicht der Fall, du hast keinen Trainer, keinen guten, du kannst es vielleicht auch nicht leisten, den Personal Trainer zu bezahlen, dann solltest du im Fitnessstudio anfangen, maschinenorientiertes Training und darauf bestehen im Fitnessstudio, dass dir die Übungen nicht nur einmal gezeigt werden, sondern mehrmals gezeigt werden. Das ist auch wichtig. Ich bin in vielen Studios und da ist es so, da rennen Trainer rum, aber die stehen oft in der Theke. Aber der Kunde ist auch nicht selbstverantwortlich und sagt, ich würde gern Infos haben. Da gehört es auch dazu, dass ich kompetent genug bin und sage, pass auf Freunde, ich bezahle hier im Gymstudio. Ich habe einen Mitgliedsbeitrag und dafür möchte ich auch eine anständige Einweisung haben. Ich möchte gezeigt bekommen, wie ich das Gerät, wie ich die Übung richtig ausführe. Jetzt kommt noch eine kleine Ausnahme. Wenn ihr in einem Fitnessstudio seid, wo ihr 14,90 Euro im Monat bezahlt, 19,90 Euro oder 5,90 Euro in der Woche geschickt, marketingtechnisch so verpackt, dass es ganz wenig anhört, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn der Trainer, der da ist, entweder vielleicht nicht die Kompetenz mitbringt, die ihr gern hättet, oder dass gar kein Trainer da ist, der euch überhaupt was zeigen kann. Das liegt daran, weil eben so ein günstiges Studio sich kein Trainer leisten kann. Wie soll das funktionieren? 24 Stunden offen und im Monat 14,90 Euro, 19,90 Euro, das geht gar nicht. Deswegen fällt hier die Dienstleistung flach. Also hast du natürlich auch das an der Hand zu sagen, stopp, ich melde mich in einem anständigen, vernünftigen Studio an. Warum? Weil das eine Investition ist in mich
Und ich bin mir wichtig. Wenn ich mir natürlich nur 14,90 Euro wichtig bin, dann darf ich aber nicht jammern nachher, wenn eben das Studio nicht die Qualität aufweist, die ich gerne hätte. Und dann schimpft man auch über das Fitnessstudio. Dann kann ich in den Spiegel gucken und sagen, okay, du Geizkraken, du hast zu wenig ausgegeben. Deswegen zeigt dir niemand richtig, wie es funktioniert. So, also, ich denke, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen was Wichtiges besprochen, habe ich euch erklärt, wie ihr agieren sollt. Jetzt liegt es an euch, Freunde. Unten sind Bemerkungen. Wenn ihr keine Fragen habt, wenn ihr keine Bemerkungen reinschreibt, werde ich auch nicht groß dazu schreiben. Warum? Ihr müsst mich schon ein bisschen fordern. Wenn ihr mich fordert, bitte auch gerne konstruktive Kritik, habe ich überhaupt nichts dagegen. Wenn sie konstruktiv ist, beschimpfen lasse ich mich nicht. Könnt ihr gleich euch merken. Spaß beiseite, Freunde. Ihr seht ja, ich bin manchmal in manchen Videos etwas impulsiver. Heute sehr impulsiv. Mein Gott, Tagesform. Also, ich hoffe, dass ich euch aufgeklärt habe zum Thema maschinenorientiertes Training und Freihandeltraining, dass er ein bisschen wieder Licht im Dunkeln ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es rein. Bis dahin, demnächst geht es weiter mit Teil 6 zum Thema Fitness over 50. Das war's, Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Mein Motto, deine Fitness auch über 50. Meine Aufgabe, Freunde. Ja.